So Leute, willkommen zurück zu Rap Folge 22. Wir sind im Appartement und hören uns die Nachrichten an, die uns Sinclair Solutions zugeschickt hat. Das waren, ich glaube, habe ich die hier schon? Ich glaube, die 22, 24 und 26 muss ich euch noch zeigen. Also dann legen wir mal los. Okay, das kennen wir schon. Bla 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 bla, das kennen wir schon, das kennen wir schon. Bla 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 bla. Oh, wir sind hübsch. Bla 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 Feind zu ja. Denken Sie daran, was denn? Jede große Nation muss eine Feuertaufe bestehen. Okay. Rapture braucht Helden wie Sie. Ja. Die Platinum League braucht Helden wie Sie. Ja. Ich bin ein Held, ich freue mich, okay. Und die noch. Hallo. Hallo. Wir wussten natürlich, dass Sie sicher nach Hause kommen würden mit einem Sinclair-Produkt an Ihrer Seite. Die Mitgliedschaft in der Platinum League ist Ihnen praktisch sicher. Machen Sie weiter so und bald schon gehören Sie zur absoluten Elite unserer Stadt. Die absolute Elite eurer Stadt. Das ist ja toll. Ja, da freue ich mich ja schon drauf. Okay, dann hören wir uns noch die zweite Nachricht von dem Mentalisten an. Ein neues Medium. Sie schließen die Theater. Bravo, kann ich da nur sagen. Bravo! Gott sei Dank. Ich bin diesen pubertierenden Pamphleit, der ununterbrochen aus Fort Frolic hervorquillt. Was mich anbelangt, ich brauche das Netz und den doppelten Boden einer theatralischen Scheinwelt nicht mehr. Nein! Meine Fähigkeiten gehen mittlerweile weit über die Grenzen des Mediums Theater hinaus. Ich werde meine Talente direkt auf der Straße erproben. So als Hobbymagier, oder? Und dann die Leute abzocken. Ja, ja, das kenne ich, das kenne ich. Okay. Tja, dann würde ich sagen, schauen wir uns unsere Statistik an, die bestimmt bodenlos sein wird. Oh, die Präzision hat sich durch meine Ultra-Skill in den letzten Folgen einfach nur gesteigert auf 26,0. Shotgun liebe ich. Oh, den Fettsack. Den mag ich jetzt lieber als den Jacob Norris. Na, das ist ja wundertoll. Ja, ich hab's dir gesagt. Wir haben fast die 6 Stunden, haben Sprint als Lieblings plus Meat. Hat, glaube ich, Abfackeln abgelöst. Forschungsexperte wird wohl eine Zeit lang so bleiben. Wir haben brachial viele Niederlagen und wenige Siege. Zumindest mehr Kills als Tode. Das ist doch mal ein Fortschritt. Ja, 11 Big Daddy Kills. Echt nur so wenig? Okay. Oh, okay. Wow, viele Edelmann-Pullen. Also da könnt ihr mir echt nichts nachsagen hier. Aber null Sisters. Das ist natürlich... Naja. Okay. Ich muss diesen Eimer austauschen. Mach ich aber nicht. Dann stürzen wir uns zurück in die Matches. Ich hoffe, vielleicht finde ich was anderes außer die beiden hier. Aber ich vermute mal nicht. Aber das schneide ich für euch und dann werdet ihr ja überrascht. Also bis gleich. Also Leute, wir können gar nichts anderes spielen. Es gibt nur Freefall, aber das soll uns ja nicht weiter stören. Okay, dann nehmen wir mal wieder Nailgun. Oh, damit bin ich ja so gut. Und da ist ein Inaktiver, der ich einfach nicht kennen werde, aber dafür den da. Ha, Houdini? Wow! Nein, du schon wieder! Sag mal, weißt du, wo die Spots sind oder was? Nein, 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 so knapp, so knapp, so knapp, scheiße! Du Pisser, du Brüder! Ey, den muss ich killen, den muss ich jetzt einfach killen. Der gesteht mir... Nein! Oh, Recoil! Erst killst du meinen inaktiven Bonus-Kill und dann den Daddy? Das wird dich teuer zu stehen kommen. Tja, ja, da bist du ja. Hi! Stör ich? Oh, guck mal, das ist der Gratis-Kill ja schon wieder. Latidi! Latidi! Oh, wow! Alle auf einmal. Franco de Ile. Aha. Oh, der ist ganz stolz auf seinen neu erworbenen Tube. Glückwunsch. Okay, Fiesbomb ist ja wohl die größte Bedrohung. Dorian ist AFK. Ach was, du hast sie doch auch gekillt. Aber der nicht. Scheiß Tubes. Fuck you. Fuck you. Nein, nein, Alter. Das ist mein Kill. Ah, sehr gut. Wechsel das, das Mito, Pisser! Ei, Alter, was ist denn mit dem los?
Diese Scheiß-Taste, diese Kack-Taste. Was ist nur los mit der? Eindeutig Erdbeerwoche. Erdbeermonat. Es bleibt stehen. Tja, hast du dir so gedacht, ne? So, wer ist hier? No. Alter, nee. Nee. So aber nicht hier. Hier ist gerade Todesschwadronen. Todesschwadronen? Ich wollte gerade sagen, hier sind ziemlich viele Leichen. Sehr viele. Nein! Ah, musst du immer kommen? Was willst du? Was willst du? Achso. Du blöder Fischer. Du bist fett und hässlich und haarig und leckst. Bumm. Ich kriege sie ja schon nicht mehr. Hört auf zu schreien. So, hack die Kacke. Sehr gut. So, was? Will mich da jemand schocken? Wow! That's what you get. So ist das. Tja, wer ist diesmal vor dir da? Bees irgendwas? Nee, Fiesbomb. Wer ist diesmal vor dir da? Du Pissnäcke, jetzt komm her. Wo versteckst du dich? Du ranziges Stück Scheiße. Ja! Ich bin eine Muku. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Keine Tubes, keine Tubes. Böse, böse, böse. Die sind verboten. Komm her, Fiesbomb. Komm schon. Mach doch jetzt was mit deiner Telekinese. Mach doch jetzt was. Nein. Dieser Scheißautomat. Ich fass es nicht. Das zweite Mal schon. Durchs Fenster. Ja, Baby. Oh, wer hat noch 6 Minen und fast volles Leben? Der Deputy Daddy hat noch 6 Minen und fast volles Leben. Und es hört einfach nicht auf. Er tötet wie ein Profi. Was willst du mit Cheat, ey? Hat der Probleme oder was? Cheat, ja, ist klar. Was ist das für ein Cheat? Der Daddy Cheat oder was? Hat man dann einen Big Daddy Anzug? Vollidiot. Komm doch her. Jeder Kill gegen dich ist ein Cheat oder was? Pussy. Stehen bleiben bitte. Stehen bleiben bitte. Cheat oder was? Drecksack. Versucht es doch. Jetzt gewinne ich. Aimbot plus Cheatkant. Alles klar, mein Freund. Wir haben wohl einen lieblichen Kollegen gefunden, der einfach nicht verlieren kann. Vollidiot. Das war der Vollidiot-Cheat. Falls du den nicht kennst. Komm her. Du musst hier gerade die Free-for-all gewinnen. Und du bist sehr hilfreich dabei. Danke. Klar bin ich das. Komm rum. Komm rum, sei ein braver Splicer. Vollidiot. Das verdienst du. Oh, Tubes. Nett. Na, noch mehr. Da. Wer rasiert gerade? Wer rasiert gerade? Ich rasiere den Rücken dieses Multiplayers. Nein! Oh, welch ein grandioser Abgang. Welch ein grandioser Abgang. Wer hat dich geplättet? Fiesbomb, wer hat dich geplättet? Der Cheater hat dich geplättet. Ja, mit so einem Bild würde ich aber auch jeden als Cheater beschimpfen. Jack? Tja, Pussy. Na, lass mal sehen hier. Kein Land. Schade. Ah, ist da jemand schlecht drauf? Fiesbomb, 18? Wie 18 verhältst du dich aber nicht gerade, naja. Solche gibt es immer, nicht wahr? Okay, aber Aimbot nehme ich mal als Kompliment, ne? Nehme ich mal als Kompliment, ne? Du kleiner Pisser, du? Okay, das letzte Geleit. Aktiviere während eines Free-for-All-Matches sämtliche Geschütztürme und hacke sie zu deinen Gunsten. Heißt das, ich muss sie nur hacken oder ich muss sie auch das erste Mal hacken? Ich glaube, ich muss sie das erste Mal hacken. Oder? Großkäufer, hacke alle Verkaufsautomaten in meinem einzigen überlebenden stärkeren Match. Okay. Red the fuck off cheating. Ey, das ist einfach dann das Problem. Du bist auf YouTube. Willkommen. Ah, und jeder weiß, dass ich nicht cheate. Das kann man hier eindeutig sehen. Aber okay.
Wie du meinst. Leute, ich schneide das für euch und vielleicht treffen wir ja gleich unseren alten Freund Fiesbomb wieder, der mich leider enttarnt hat, aber was soll's. Also, bis gleich. Tja, Leute, Fiesbomb ist flennen gegangen und, wir haben jetzt praktisch gar keine Lobbys mehr, aber... Ja, es ist die Pflicht. Wir haben jetzt nur noch eine Free-for-All-Lobby und zwar zu viert, aber mehr konnte ich nicht rausholen. Tut mir leid. Zu dritt. Ich korrigiere mich, aber, bestimmt wird sich die Lobby füllen. Ich hoffe es zumindest. Ansonsten könnte das Match sich als ein bisschen langsam herausstellen. Aber okay. So. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Pam! Und es laggt anscheinend ein bisschen. Okay. Ja, finde ich jetzt nicht so super, ne? Aber okay. Noch geht's ja. Das Geschütz da, es wird mein sein. Mein. Mein Geschütz. Ich liebe es. So, sind schon mehr da? Nein. Oh, ich höre den Fetti. Alter! Macht der abartig viel Schaden oder was? Da muss wohl der Pumpmeister von hinten kommen. Oh, er versteckt sich. Versuch's ruhig, Fetti. Ich finde dein Fett sowieso überall. Was? Komm zurück. Und sag mir das ins Gesicht. Sag's mir ins Gesicht. Korrekt, mein Freund. Na. Nein. Bitte nicht legen. Sorry. Kein Verkauf heute. Was zur Hölle? Nein, jetzt bin ich tot. Idiot. Wow, fantastisches Match, wirklich, aber, ja, wie gesagt, ne, und so, Rap, was soll ich tun? Wenn Fiesbomb heulen will, dann soll er heulen. Aber da kann ich leider nichts machen. Nichts. Du nicht? Nope. Und? Ein so liebliches Lachen entzückt doch einfach die Gemüter. Na, was sehe ich denn da? Etwas, das weg muss. Du musst auch weg. Sorry. Ist der Lauf der Dinge. Oh, scheiße. Nein, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Nein, wieso ist er so schnell, der Fetti? Pump ihn doch weg. Ach, scheiße. Der muss aber auch knapp vorm Tod gewesen sein. Ich habe den Big Daddy-Anzug gesehen, aber... Ob ich jetzt noch rechtzeitig komme, man weiß es nicht. Ich weiß es doch. Ha! Danke für den Spawn, du billiges Kackspiel. Jetzt komm schon, gib ihn mir. Was soll denn nein? Oh. Ich mache ein Nickerchen, seht ihr? Und ich bin wach. Mann, der wieder verlassen. Schade. Lex, die Lex. Ich liebe die Lex. Hä? Aber warum sieht man die dann noch reden da? Ist ja mysteriös. Was? Er hört auf? Das kann nicht sein. Langsam und vorsichtig. Damit sich auch keiner wehtut. So, und jetzt kommt her. Ihr miesen Arschgeigen. Und dann klopfe ich euch das Gehirn raus. Ja, ja. Überraschung, du Tierber. Jetzt stirbt zur Hölle. Cool. Ich bin überhitzt. Natürlich, ich bin auch ein Daddy. Komm doch zurück. Ach, da hinten läuft er weg. Wie süß. Ja, Leck, da hast du vollkommen recht. Nichts dagegen einzuwenden. Oh, der Fettsack. Bin hinter dir. Please, everyone turn off mics. Meins ist aus. Na, Lex. 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 Fettsack. Sorry, gegen den Daddy, keine Chance. Du auch nicht. Oh, das scheint ein guter zu sein. Er hat die Jacke fern, will Headshots machen. Aber das klappt bei dem Daddy nicht. Ha. Nein. Sieh mich nicht an. Mit deinem toten, leeren Auge. Du kommst nicht davon. Fucking Mac everywhere. Ja, da hast du vollkommen recht. Wie auch dein anderer Kollege da. So, mal da eine sehr kreative Miene hin.
So, da kommt doch bestimmt immer einer. La 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 la. Ich bin der Daddy. Der Daddy. Der Daddy. Der Daddy. Ich bin der Daddy. Der Leggy Daddy. Habe 30 Frames. Jetzt nicht mehr. Danke. Du hast meinen Song kaputt gemacht. It's too hard, stop downloads. Ich lade aber immer Pornos herunter, während ich spiele. Sonst kann ich mich später damit nicht vergnügen. Hui! Hör auf damit und nerv nicht. Die Pornos sind überlebenswichtig. Danke. Da. Meinst du das ernst? I'm not lagging. Turned off voice. Ich lagge vielleicht ein bisschen. Hi! Da! Da! Alter, nein! Aua! Cause you are the host, XT? Nope. Scheiße, da habe ich gerade ganz schön viel Gesundheit verloren. Wer nicht aufpasst, wird getötet. Congrats. Dankeschön. Nein! Nein! Are the first without lag. Das wäre ich auch gerne! Ich brenne! Kriegt er die Midi abgeschossen? Thanks, ironic piece of crap. Oh, jetzt geht's hier aber los. Seid doch nicht so gemein zueinander. Nein. Nein, meine Mine. Wer nicht aufpasst, wird getötet. Das ist der Lauf des Bioshocks. Little piece of shit. Seht ihr, ich komme von hinten. Peace. Bam. Und ja. Und ja. Komm her. Verdammt. Komm zurück. Kämpfe, wenn du dich traust. Was war das jetzt? Das war wichtig. Das war echt wichtig, jetzt zu schreiben, während ein Daddy hinter dir herläuft. Excuse, little piece of shit, better. Ich glaube, die haben lieber ein ironic battle, anstatt gegen mich zu kämpfen, aber das ist in Ordnung. Alter, hör auf mit dem Scheiß da. Nervig, you smelling asshole. So, da noch eine hin. Hey, die ist runtergefallen. Cool. Habe ich auch noch nicht gesehen. Wer ist hier dämlich? Wie hast du mich genannt? Erster Platz. Wow, das war schwer. Unglaublich war das schwer. Naja, muss ja auch mal sein. Ich meine natürlich, die Konkurrenz war, die war einfach eigentlich unschlagbar, aber ich habe es irgendwie geschafft, ich weiß nicht, Magie. Okay, dann sehen wir uns noch unsere Belohnung an und dann werde ich den Part beenden. Gratulation! Du hast Rang 27, du hast ihn! Und wir haben Schadensteigerung für die Pistole. Achso, okay, alles klar. Das ist auch mal interessant. Die werde ich natürlich sofort mal benutzen wollen würde. Dann hau ich einfach. Tja, gar nicht so einfach. Hier habe ich Automatik, hier habe ich Automatik. Keine Automatik. Dann hau ich hier mal Pistole rein. So. Hätten wir die auch wieder dabei. Okay. Dann, Leute, würde ich sagen, das reicht für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.